Moin Freunde, mein Name ist der Häuslebauer und ich begrüße euch hiermit ganz herzlich zu der 6. Folge Projekt Fahrrad Wohnwagen. Hier haben wir das Bett mit Holzlatten schon mal testweise hingelegt, damit man dann sieht, wie es mal aussehen soll. Mein Lieblingswerkzeug, der Akkuschrauber. Hier seht ihr, wie wir an das Fenster schon einmal testweise die Plexiglasscheibe dran gehalten haben und die ist nur so matt, weil da noch Schutzfolie außen dran war. Hier sieht man noch einmal die Reifen von innen. Und hier sieht man schon einmal den Ausschnitt für die Tür. Das typische Wohnwagen, Wölbung, Dach darf natürlich nicht fehlen. War recht schwer, weil wir die Bretter erst biegen mussten, aber hat dann doch funktioniert. Und hier sieht man nochmal gut, wie gebogen diese Bretter sind. Ab und zu mussten wir auch mal ein bisschen die Bretter abschleifen. Und einmal bin ich abgerutscht, das hat sehr weh getan. Hier dann nochmal den Ausschnitt der Tür von außen. Und hier sieht man schon das Kennzeichen, was nachher am Fahrrad Wohnwagen montiert wird. Und ein Getränk darf auch nicht fehlen, wenn man mal durstig ist. Hier haben wir noch eine Querverstrebung am Dach eingebaut. Der Blick durch die zukünftige Tür. Hier dann schon vorne die Wölbungsplatten, die sind noch nicht ganz fertig, aber so passt es jetzt erstmal. Hier noch einmal ein Gesamtüberblick vom ganzen Fahrradwohnwagen und das war's auch schon wieder mit dem 6. Teil. Morgen geht's dann wieder weiter. Bis bald, euer Häuslebauer.